Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Ein Roman von Dai Sijie. Erstes Kapitel. Der Lauban saß mit untergeschlagenen Beinen neben der Erdfeuerstelle und inspizierte im Schein der glimmenden Kohle meine Geige. Es war der einzige Gegenstand im Gepäck, der zwei Grünschnäbel aus der Stadt, damit waren Lua und ich gemeint, der aus etwas Fremdländisches den Geruch von Zivilisation an sich hatte, was natürlich gleich den Verdacht des Lauban, des Dorfvorstehers, erregt hatte. Ein Bauer brachte eine Petroleumlampe, um die Identifikation des Gegenstandes zu erleichtern. »Hoho, was haben wir denn da?« Der Lauban hielt die Geige senkrecht hoch, um wie ein pingeliger Zollbeamter, der nach Drogen sucht, misstrauisch durch das Scharloch in den dunklen Resonanzkasten zu spähen. Ich bemerkte drei kirschrote Blutstropfen in seinem linken Auge, zwei kleine und einen größeren. Er hielt die Geige vor die Augen, schüttelte sie kräftig, offenbar felsenfest überzeugt, dass etwas herausfallen musste. Ich fürchtete, dass die Saiten gleich reißen und die Wirbel in alle Richtungen davonfliegen würden. Das Dorf war fast vollzählig vor dem etwas abseits stehenden Haus versammelt. Männer, Frauen und Kinder umringten es neugierig, hingen in Trauben an der Stiege, streckten die Köpfe aus dem Fenster. Aus meinem Instrument fiel jedoch nichts, also hielt der Lauban schnüffelnd die Nase ans geheimnisvolle Scharloch. Die paar langen, dicken, popeligen Haare in seinen Nasenlöchern zitterten. Nichts, keinerlei Indizien. Er fuhr mit seinem schwieligen Zeigefinger über eine Seite, über eine zweite Seite, entlockte ihnen einen fremdartigen Ton, der die Menge andächtig erstarren ließ. »Es handelt sich um ein Spielzeug«, erklärte der Lauban feierlich. Seine Schlussfolgerung verschlug uns die Sprache. Wir blickten uns kurz an. Ich fragte mich besorgt, wie das Ganze noch enden würde. Ein Bauer nahm dem Lauban das Spielzeug aus den Händen, hämmerte mit der Faust auf dem Boden des Instruments herum, reichte es dann an seinen Nachbarn weiter und meine Geige ging von Hand zu Hand. Niemand kümmerte sich um uns, die zwei lächerlichen Hänflinge aus der Stadt. Wir waren den ganzen Tag durch Berg und Tal marschiert. Unsere Kleider, unsere Gesichter, unsere Haare starrten vor Schmutz. Wir konnten uns kaum mehr auf den Beinen halten. Wir sahen aus wie zwei jämmerliche, reaktionäre Soldaten aus einem Propagandafilm, die nach einer verlorenen Schlacht von einem Herrscher kommunistischer Soldaten gefangen genommen worden waren. »Ein kindisches Spielzeug«, kreischte eine Frau. »Nein«, berichtete der Lauban, »ein typisch bourgeoises Spielzeug aus der Stadt.« Mich fröstelte, trotz des flackernden Feuers in der Mitte des festgetrampelten Hofes. »Es muss verbrannt werden«, hörte ich den Lauban sagen. Sein Befehl löste auf der Stelle heftige Reaktionen aus. Alle redeten wild durcheinander, schrien, drängten sich nach vorn. Jeder versuchte, sich des bourgeoisen Spielzeuges zu bemächtigen, um es eigenhändig ins Feuer zu werfen. »Lauban«, sagte unerwartet Lua freundlich lächelnd, »das ist ein Musikinstrument. Mein Freund ist ein guter Musikant, ehrlich.« Die Menge verstummte. Der Lauban griff nach der Geige, inspizierte sie nochmal gründlich von allen Seiten und hielt sie mir dann hin. »Tut mir leid, Lauban«, sagte ich verlegen, »ich spiele nicht besonders gut.« In dem Moment sah ich, dass Lor mir zuzwinkerte. Ich nahm also die Geige und begann sie zu stimmen. »Mein Freund wird eine Sonate von Mozart spielen«, verkündete Lor gelassen. Ich fragte mich erschrocken, ob er vielleicht übergeschnappt war. Seit ein paar Jahren waren in China sämtliche Werke Mozarts oder sonst eines westlichen Komponisten verboten. Meine durchnässten Füße in den aufgeweichten Schuhen fühlten sich wie Eisklumpen an. Ich bibberte vor Kälte. »Eine Sonate, was ist das?« fragte mich der Lauban misstrauisch. »Nun, also, wie soll ich Ihnen das erklären?« stammelte ich. »Ein Lied?« »Etwas in der Art«, antwortete ich ausweichend. Auf der Stelle flackerte die Wachsamkeit eines echten Kommunisten in den Augen des Lauban auf, und seine Stimme verhieß nichts Gutes. »Und wie nennt sich dieses Lied?« »Also, es hört sich an wie ein Lied, aber es ist eine Sonate.« »Ich habe dich gefragt, wie es heißt«, brüllte er mich an. Ich konnte den Blick nicht von den drei gruseligen Blutstropfen in seinem Auge wenden. »Mozart«, antwortete ich zögernd. »Mozart was?«
Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim großen Vorsitzenden Mao, kam Lua zu Hilfe. Mich stockte der Atem. Doch Luas kühne Erklärung wirkte Wunder. Die Gesichtszüge des Lauban entspannten sich. Er kniff die Augen zusammen und sein Mund verzog sich zu einem breiten, seligen Lächeln. Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim großen Vorsitzenden Mao, wiederholte er andächtig. Ja, immer, Tag und Nacht, bekräftigte Lua. Als ich die Saiten meines Bogens spannte, begann die Menge aufmunternd in die Hände zu klatschen, was mich jedoch nur noch mehr einschüchterte. Meine klammen Finger fuhren über die Saiten, und Mozarts vertraute Sätze stiegen in meiner Erinnerung auf. Die eben noch harten Gesichter der Bauern weichten bei Mozarts klarem Jubel auf wie die vom Regen durchnässte Erde. Dann verschmolzen ihre Umrisse im tanzenden Licht der Petroleumlampe nach und nach mit der Dunkelheit. Ich spielte eine ganze Weile, während Lor sich ruhig eine Zigarette ansteckte wie ein richtiger Mann. Das war unser erster Umerziehungstag. Lua war 18, ich 17. Ein paar Worte zur Umerziehung. Ende 1967 startete Mao, der große Steuermann, eine Kampagne, die das kommunistische China zutiefst verändern sollte. Die Universitäten wurden geschlossen und die jungen Intellektuellen, das heißt die Gymnasiasten und die Absolventen höherer Schulen, wurden zur Umerziehung durch die revolutionären Bauern aufs Land geschickt. Ein paar Jahre später würde dieses in der Geschichte beispiellose Experiment einen anderen asiatischen Revolutionär zur Nachahmung anspornen, einen Kambodschaner, der ehrgeiziger und noch radikaler die ganze Bevölkerung der Hauptstadt, ob alt oder jung, aufs Land schickte. Was Mao Zedong mit seiner Entscheidung wirklich bezweckte, war unklar. Wollte er mit den Roten Garden aufräumen, die langsam seiner Kontrolle entglitten? Oder handelte es sich um die Laune eines großen revolutionären Träumers, der seinen Traum, den neuen Menschen zu schaffen, verwirklichen wollte? Niemand würde je eine Antwort auf diese Frage geben. Wenn uns niemand hörte, diskutierten Lor und ich oft über dieses Thema. Und kamen zum Schluss, dass Mao die Intellektuellen hasste. Wir waren weder die ersten noch die letzten Versuchskaninchen dieses gewaltigen menschlichen Experimentes. Anfang des Jahres 1971 langten wir also in jenem Bergdorf am Ende der Welt an, bekamen ein Pfahlhaus am Rande des Dorfes zugewiesen und ich spielte vor dem Lauban Geige. Es hätte uns schlimmer ergehen können. Millionen junger Menschen waren uns vorangegangen und Millionen würden uns folgen. Bloß, Ironie des Schicksals, weder Lua noch ich waren Gymnasiasten. Wir hatten nie das Glück gehabt, die Schulbank eines Gymnasiums zu drücken. Als wir in die Berge geschickt wurden, hatten wir lediglich die drei Oberschuljahre absolviert. Lua und mich als Intellektuelle zu bezeichnen, grenzte an Hochstapelei, und dies umso mehr, als die in der Oberschule erworbenen Kenntnisse gleich null waren. Zwischen dem 12. und dem 14. Altersjahr hatten wir warten müssen, bis sich die Kulturrevolution beruhigte und unsere Schule wieder geöffnet wurde. Als es endlich soweit war, wurden wir bitter enttäuscht. Das Fach Mathematik war abgeschafft worden, wie auch der Unterricht in Physik und Chemie. Die Grundkenntnisse beschränkten sich von nun an auf Industrie- und Landwirtschaftskunde. Auf den Einbänden der Schulbücher war ein Arbeiter mit einer Schirmmütze abgebildet, der mit Bizeps so dick wie die von Sylvester Stallone einen riesigen Hammer schwang. Neben ihm stand eine als Bäuerin verkleidete Kommunistin mit einem roten Tuch um den Kopf. Eine um den Kopf gewickelte Monatsbinde, frotzelten unsere Mitschüler grinsend. Diese Schulbücher und Maos rotes Buch waren jahrelang unsere einzige intellektuelle Nahrung. Sämtliche anderen Bücher waren verboten. Dass man uns den Übertritt ins Gymnasium verwehrte und uns die Rolle junger Intellektueller aufbürdete, verdanken wir unseren Eltern, die, obwohl unterschiedlich schwerer Verbrechen angeklagt, als Volksfeinde eingestuft worden waren. Meine Eltern waren Ärzte, mein Vater war Lungenfacharzt, meine Mutter Fachärztin für parasitäre Krankheiten. Sie arbeiteten beide im Krankenhaus von Chengdu, der Hauptstadt von Sichuan, einer Stadt mit rund 4 Millionen Einwohnern, die sehr weit von Peking entfernt ist, aber sehr nahe an Tibet. Los Vater war im Vergleich zu meinem Vater eine richtige Koryphäe, ein ganz China berühmter Zahnarzt. Er hatte einmal vor der Kulturrevolution seinen Studenten erzählt, er hätte Mao Zedongs Szene in Ordnung gebracht und auch die von Frau Mao und von Chiang Kai-shek, dem Staatspräsidenten der abtrünnigen Republik. Offen gestanden, nach jahrelanger täglicher Betrachtung von Maos Porträt hatten schon viele festgestellt, dass seine Zähne sehr gelb, ja geradezu unappetitlich waren, doch niemand hätte sich getraut, das zu sagen.
Und nun kam ein berühmter Zahnarzt daher und deutete dreist in aller Öffentlichkeit an, der große Steuermann der Nation trage ein Gebiss, was eine nicht zu übertreffende Majestätsbeleidigung war. Ein hirnrissiges, ein unverzeihliches Verbrechen, schlimmer als die Preisgabe eines Staatsgeheimnisses. Unseligerweise hatte er es gewagt, die Namen des Ehepaars Mao in einem Atemzug mit der größten Kanaille zu nennen. Chiang Kai-shek, was das Strafmaß erheblich erhöhte. Luos Familie hatte jahrelang gleich neben uns gewohnt, Tür an Tür im dritten und obersten Stockwerk eines Backsteingebäudes. Er war der fünfte Sohn seines Vaters und das einzige Kind seiner Mutter. Ich übertreibe nicht, Luo war der beste Freund, den ich in meinem Leben gehabt hatte. Wir wuchsen zusammen auf und machten gemeinsam einiges durch. Wir stritten uns selten. Ich werde die einzige Rauferei zwischen uns nie vergessen, oder vielmehr den Tag, als er mir eine Ohrfeige gab. Es war im Sommer 1967. Er war kaum 15, ich kaum 14. Auf dem Basketballfeld des Krankenhauses, in dem meine Eltern arbeiteten, fand an jenem Nachmittag eine große politische Versammlung statt. Wir wussten beide, dass diese Versammlung Luos Vater galt und dass man ihn öffentlich seiner Verbrechen anklagen würde. Als gegen 5 Uhr immer noch niemand nach Hause gekommen war, bat mich Luo, ihn zu begleiten. »Wir werden uns die Kerle merken, die meinen Vater erniedrigen und foltern«, sagte er, »und wenn wir älter sind, rächen wir ihn.« Auf dem brechend vollen Basketballfeld wogte ein Meer von schwarzen Köpfen. Es war unerträglich heiß, der Lautsprecher brüllte. Luos Vater kniete auf einem Podest. Eine große, schwere, mit einem Draht um seinen Hals befestigte Zementtafel hing auf seinem Rücken. Der Draht hatte sich tief ins Fleisch eingeschnitten. Auf der Tafel standen sein Name und sein Verbrechen. Reaktionär. Selbst aus der Entfernung von 30 Metern glaubte ich, auf dem Podest unter dem Kopf von Luos Vater einen dunklen Schweißfleck zu erkennen. Eine drohende Männerstimme brüllte aus dem Lautsprecher. »Gib zu, dass du mit dieser Krankenschwester geschlafen hast!« Luos Vater senkte den Kopf noch tiefer, so tief, dass es aussah, als drückte ihn die schwere Tafel zu Boden. Ein Mann hielt ihm ein Mikrofon vor den Mund, und man hörte ein zitterndes, gehauchtes »Ja!« »Wie ist es dazu gekommen?« brüllte der Richter. »Hast du dich an sie rangemacht, oder war sie es?« »Ich war's. Und dann?« Sekundenlanges Schweigen, dann echote die Menge wie aus einem Mund. »Und dann?« Der von 2000 Menschen aufgenommene Schrei hallte wie ein Donnerschlag und rollte grollend über unsere Köpfe hinweg. »Ich hab sie angefasst«, flüsterte der Angeschuldigte. »Weiter, Einzelheiten!« »Doch kaum habe ich sie berührt«, gestand Luos Vater, »ist es um mich herum neblig geworden.« Das entfesselte Gebrülle der fanatischen Richter schwoll erneut an. »Komm«, »gehen wir«, flüsterte Lua mir zu, und wir entfernten uns. Unterwegs spürte ich plötzlich Tränen über mein Gesicht rinnen, und mir wurde bewusst, wie sehr ich unseren alten Nachbarn, den Zahnarzt, mochte. Und in dem Moment ohrfeigte mich Lua wortlos. Der Schlag kam so unerwartet, dass ich beinahe das Gleichgewicht verlor. Zu jener Zeit, 1971, waren der Sohn des Lungenfacharztes und sein Freund, der Sohn des berühmten Volksfeindes, der die hohe Gunst erfahren hatte, Maos Zähne berühren zu dürfen, bloß 2 junge Intellektuelle unter den Hunderten von Jungen und Mädchen, die auf den Phönix des Himmels genannten Berg geschickt wurden. Ein poetischer Name und ein eindrückliches Bild, das die schwindelerregende Höhe erahnen ließ. Die armen Sperlinge und sonstigen Vögel der Ebene würden sich niemals bis zum Gipfel des Berges aufschwingen können. Nur einem einzigen Vogel war es gegeben, einem allmächtigen, sagenumwobenen und zutiefst einsamen. Es führte keine Straße auf den Berg des Phönix des Himmels, bloß ein schmaler Pfad, der sich zwischen den Felsmassen, den steil abfallenden Wänden, den Kuppen und Kämmen, den wildesten Gesteinsformationen hinaufschlängelte. Um den Schatten eines Autos zu erspähen, eine Autohupe zu hören, ein Zeichen von Zivilisation zu sehen oder den Duft einer Garküche zu schnuppern, musste man 2 Tage über Berg und Tal marschieren. Etwa 100 Kilometer entfernt lag die kleine Kreisstadt Yongjing am Ufer des Flusses Ya. Es war die nächstgelegene Stadt. Der einzige Weiße, der je seinen Fuß dorthin gesetzt hatte, war Pater Michel, ein französischer Missionar, der in den 40er Jahren eine neue Route suchte, um nach Tibet zu gelangen. Der Distrikt Yongjing ist nicht reißlos, vor allem seines Gebirges wegen, das man Phönix des Himmels nennt, hielt der Jesuit in seinem Reisetagebuch fest.